So, das ist Stream Nummer 3. Geht weiter mit Polen und Batman wie Hau und Katharina. Weiter aufs Maul. Muss man so ausdrücken. Jö. Ah, da schon. Bei mir lädt noch, komischerweise. Ja, bei mir auch. Das Spiel hat zu viel zu laden, glaube ich. Ist das Problem. Ja, Ah ja. keine Ahnung. Jetzt kommt Okay, das. wie sie so. Ich muss kurz gucken, ob ich wirklich online bin. Jawohl, Ich bin muss ich. kurz gucken. Jawohl, Ich bin muss ich. kurz gucken, ob ich. Jetzt habe ich kurz doppelt Sick. gehört. Also wir haben uns jetzt kurz gehört. Oh, sorry. So. So. Jetzt sieht doch gut aus. Mal wieder orientieren, ey. Das ist ein paar Stunden her, aber ich habe jetzt keine Ahnung. Paar Stunden ist gut. Ah, okay, ich war hier in August, jetzt neue Runde, das heißt, ich kann hier nochmal drauf ballern. So, Artillerie ist weg, die hier stand. Zieh ich mal kurz nochmal eine. Hier kommt mal ein bisschen vor hier. Fallout Entfernung. So, ich habe ja kurz noch in der Runde geholt. Ja, genau. Ich steh schon vor Smolensk und ein Teil meiner Armee ist schon auf dem Weg, um die letzte Stadt im Norden komplett zu ruinieren. Stimmt, deine Aufgabe war noch Chabrowsk. Und dann musst du gucken, was du gegen die Stadtstaaten verteidigst. Haben die Araber einen Flughafen? Nehmen sie nicht. Dann kannst du leider keine Konzerttour unternehmen, da musst du große Werke schaffen. Also sprach Zarustra, habe ich. Nice. Gesundheit. So. Gib ich drüber, oder? Bada. Aha, ein holländisches U-Boot entdeckt. Was macht es denn da? Ist ja frech.
Der mit den übelst übertriebenen Luftabwehr, ey. Von deiner Armee ist nicht mehr viel übrig, ne? Ja, aber ich habe jetzt auch keine Probleme gehabt mit denen, die ich habe. Muss ich sagen. Oh! Ich habe meine erste Atombombe. Weiß nicht, ob das jetzt immer die überhaupt zu droppen, weil wir eh ganz gut durch sind. Ich habe jetzt gerade ein ganz anderes Problem. Ich mache wieder 44 Minus pro Runde. Boah.
so, weil sie da auch zwei Bomber drin hat, verstehe. Ich sehe das Problem. Das ist immer gut. Ein Flughafen kostet 5 Unterhalt pro Runde? Ja, das merke ich ja erst jetzt, Alter. Perfekt, perfekt. Ich die ganze Zeit, auch hier im Flughafen, da im Flughafen. Wirtschaft. Fällt. 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 Frag mich, warum? Weiß ich wo. Brauche mehr Börsen. Mehr Märkte. Mehr Gold. Das ist korrekt. Ja. Die Zarte dagegen können jetzt schon feuern. Und dann beide stehen noch Kacke. Die Stadt da oben ist. Ich fahre nämlich nur mit 2 Artilleries da hoch. Kommst du eigentlich so mega weit weg von der anderen? Wahrscheinlich ist das eine eingenommene Stadt. Das kann sein, ja. Mit Laventa geschlossen. Wie kann das denn passieren? Ihr habt die Raketentechnik entdeckt. Wieso hast du keine Infanterie da? Soll ich die nehmen und die dann geben? Kannst du machen, aber die ist jetzt eh noch nicht kaputt. Ah, jetzt hast du. Ach, du hast... Oh, bei mir war die noch gar nicht kaputt. Hä? Warte. Dette. Wroski, vorschlagen, bitte. Du dich darum kümmern. Geht das auf dein Gold und nicht auf meins, weil ich kann mir das gerade nicht leisten.
Lauf, Katharina, lauf. Wir stehen dir im Nacken. Zwei Runden und dann ist Moskau nicht mehr besetzt. Und dann kann ich endlich das Gerichtsgebäude bauen. Und die Allergie ist weg. So, die andere Stadt ist ganz da vorne. Okay. Ja, Problem ist, ziehen wir halt durch zwei Stadtstaaten durch, nicht da jetzt zu Fuß. Ja, du musst da halt über, entweder über den Seeweg. Ich würde dir jetzt halt einfach vorschlagen, du verteidigst jetzt einfach gegen die beiden Stadtstaaten da. Und ich hol die letzte Stadt. Okay, ja. Währenddessen bulle ich den nur ein bisschen. Ach du Scheiße, ich glaube, das sind sogar zwei Städte. Boah. Toll, jetzt habe ich eine Atombombe. Ich auch. Ich habe kein Gold mehr. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, P hast du. Der hat noch einen Trefferpunkt. Guck dir mal die Einheit vor Slomansk an von mir. Die hat einen Trefferpunkt. Ah. Ja, ist aber nur komplett. Eigentlich schon längst leer. Oh, die Artillerie hast du ein bisschen zu weit bewegt. Willst du die Stadtstaaten einnehmen, vernichten oder was willst du mit dem machen? Ich würde die halt einfach bei Laune halten und die dann halt später, wenn Russland weg ist, dann können wir mit denen handeln. Ja, okay, dann ziehst du dir jetzt auch. Er wird halt einfach nur an den Grenzen stehen bleiben. Ich bekam gerade den Sinn, die Atombombe auf Mombasa zu schmeißen für den Betray von vorhin. Ja, das kannst du gerne machen. Mach doch mal weg. Weil ich mir denke... Was soll das? Was fällt dem ein, ne? How dare they? Einfach das Messer in den Rücken stechen zu wollen. Erstmal Truppen durch sein Land ziehen zu lassen und danach zu sagen, ey, Russland finde ich doch nice, fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Mhm. Und er denkt, kann sich das erlauben. Ich kann das nur wagen, ne? Au. Ja, genau, au. Weil ich blöd, wie du schon sagst.
Der Artillerie. Aber Büblers jetzt auch noch auf drauf schießt, ey. Na, kommt mal alle hier weg. Hat man nur so ein bisschen Def. Ah, warum geht denn da jetzt durch? Na, egal. Oh, bis meine dritte Artillerie da ist, braucht halt noch 3 Runden bis dahin. Das ist belastend. Ich glaube, der Spanier kommt gerade zu mir. Meinst du, der nutzt es jetzt aus? Ja, guck mal an bei Düsseldorf. Der Spanier hat dabei kaum gute Einheiten, der hat eigentlich nur Müll. Ja, aber meine ganze Armee ist woanders, ne? Ja. Ah, ich sag's, wie es ist. Mein Plan war tatsächlich, nach Russland mit Spanien zu snacken. Also teilen wir Spanien auf, ja? Nee, weil ich halt dachte, da hatte ich halt noch mehr Truppen. Jetzt habe ich die ja nicht mehr. Die sind ja doch mehr gestorben, als ich dachte. Der Plan wäre halt gewesen. Ja, du musst auch neu ausbilden, ne? Was will ich denn neu ausbilden, wenn wir fast gewonnen haben? Ja, das stimmt auch, ich hab welches zum Deffen daheim. Was kostet mich so viel Geld sonst? Mein Plan war halt mit der ganzen Armee, die ich dann noch habe, weil die ja bessere Einheiten sind, dass die Spanier da auftreiben können. Die haben ja nur immer noch Schützen. Also Musketiere. Dass man da einfach dann durchrennen, weil der ja eh. Aber der hat halt ein bisschen mehr, sogar, hat sogar mehr Militär als Russland, nur halt schlechteres. Was du siehst zumindest. Ja, ich glaube, das Militär von Russland ist einfach nicht vorhanden. Er war vorher schon nicht vorhanden. Also ich finde, wir hatten kaum Widerstand, außer die Stadtverteidigung. Ja, die war halt alles, ich glaube, die war halt alles hier oben, weil der gerade noch einen Krieg gegen den Araber hatte. Das war halt unangenehm für ihn. Ich habe jetzt in der Heimat bei Frankfurt habe ich jetzt auch nochmal 2 Atombomben. Ich habe 4 insgesamt. Okay. Ich habe auch keine Scheu, sie einzusetzen. Oh, ich habe auch mal eine mobile Boden-Luft-Rakete bekommen. Irgendjemand hat die mir geschenkt. Ist ja freundlich.
Ich glaube, ich ziehe meine Einheit mal lieber ins Landesinnere. Also Richtung Spanien, das gefällt mir da nicht so. Wo du es angesprochen hast. Auf jeden Fall mal einen Teil jetzt mal langsam zurückschicken. Weil ansonsten endet das nicht so gut, mich wahrscheinlich. Wir haben nur bald keinen mehr, mit dem wir handeln können, wenn wir dann so, wenn wir Spanien wegmachen, Probleme mit Stadtstaaten. Das bringt nicht so viel Kohle ein, wie mit Spanien zu handeln. Das ist richtig. Deswegen vielleicht. Aber was willst du machen? Außer dumm gucken. Ja, nichts gegen die machen, außer wenn die was machen halt. Mit der Einsatzplan. Ich hab bei das Match, die haben jetzt noch nie aufgemuckt so bis jetzt, das ganze Match über. Also ich versuche auch nicht mal zu gewinnen, gefühlt. Ich glaube, die ist das Game gelaufen. Können wir sie auch daher dümpeln lassen, die Isabella, aber die hat immerhin jetzt, die ist jetzt ein Dritte. Sogar der Gandhi und die hier alle auf Konnen jetzt sind schlechter als sie, bei den Punkten. Der William hat inzwischen aber überholt, dadurch ist die Katharina jetzt fast nicht mehr existent ist. Immerhin, aber Katharina hat immer noch die höchste Alphabetisierung. Ich frag mich, wie die das gemacht hat. Aber überall ist die jetzt letzter Platz. Wir hatten die größte Armee. Na du. Wie viel hast du? Ich bin Zweiter, ja. Wie viel? 355. Ich hab noch 100.000 mehr als du. Aber wie gesagt, ich hab auch keinen mehr ausgebildet. Hab die wenigste Zustimmung von allen. Nice. Die Städte von der Ollen hier auf Vordermann bringen, wenn er nichts gebaut hat. Trotzdem ist die Erforschung so gut gewesen, das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Och nicht. Wie das ging. Oh, die Armee verzieht sich wieder. Die hat 4 Weltkriegsbomber in Toledo. Was hat die vor? Russland will ein Embargo gegen Polen? Ja, im Arsch, Alter. Gar nichts kriegst du. Warum gegen mich? Weil ich wirtschaftlich so strong bin, sagst du, oder was? Ich habe jetzt auch in dem kurzen Solo-Ding, was ich angefangen habe, gelernt, dass ich viel zu knauserig bin. Ich muss mal ein paar Felder und so kaufen. Nee, Felder kaufen ist Schwachsinn. Du musst das halt für Gebäude am besten immer ausgeben. Gebäude oder Einheiten. Warum ist Felder kaufen Schwachsinn? Wenn ich mehr Bürger habe als Ertrag, dann könnte ich doch eigentlich Feld kaufen oder was Geiles draus. Ne?
bin ich blöd. Ja, aber das kommt nicht vor. Du hast selten, also wenn überhaupt, hast du, das ist bei mir noch nie vorgekommen, hast du mehr Pops, als überhaupt arbeitstechnisch was möglich ist, weißt du? Ah, okay. Das ist unmöglich eigentlich. Der einzige, wo es vielleicht mal passieren könnte, wäre jetzt bei dir bei Lodge, und selbst da hast du noch genug freie Plätze, wo Pops arbeiten können. Im schlimmsten Fall arbeiten die halt in diesen Spezialistengebäuden, weißt du? Ja. Und dann kriegst du halt schneller die Dullis wieder. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Große Persönlichkeiten. Die Dullis, ja. Ja. Hast du eigentlich einen Arbeiter? Ja, hast du. Ich kann dir nämlich noch ein paar geben. Ich habe nämlich hier auf einmal 5 auf dem Kontinent. Ich habe 20.000 in meinem Heimding, die machen die ganze Zeit nichts mehr, weil ich keine Arbeit mehr für die habe. Ich habe alle Felder. Ja, schick die doch mal rüber und Vladivostok soll jemand den Fallout wegmachen und sowas. Ja, die brauchen halt 10 Jahre, bis sie da drüben ankommen, aber ja. Ja, und? Aber du hast nur einen da stehen. Wenn du einen rüberbringst oder so. Ziehen sie sich da alle. Ihr habt Kompositwaffen entdeckt. Einfach währenddessen ein bisschen auf Barbeos schießen. Einfach weil ich es kann. Ist eigentlich mit Russland verbündet. Ja, Russland ist weg. Sind tot. Ja, nett. Wir können mit allen Frieden schließen. Ja, wir können mit allen Stadtstaaten jetzt Frieden schließen, weil die nicht mehr feindlich gegen uns gegenüber sind. Weil die halt tot sind. Voll. Frieden schließen. Auf einmal bei Mombasa. We did it! Ja, es ist wie Frieden auf der Welt, weil der Russe keine Sachen mehr machen kann. We did it. Yes. Alle abrüsten. Let's go. Also jetzt nicht mehr abrüsten, aber die halt. Ich mach jetzt keinen neuen mehr. Spanien kann jetzt mal Spanien bleiben. Ich kann erstmal auf was anderes fokussieren. Auf jeden Fall erstmal Teil meiner Armee verschieben. Ich hier mehr Schutz habe. Ein bisschen Angst vor dem.
Was geht hier ab? Kein mehr große, kein mehr Freunde im Spiel mehr. Oh ja, internationale Spiele, ganz klar gewonnen. Lol, voll übertrieben. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie ich meine Wirtschaft gefixt kriege. Abrüstung wäre eine Option. Nein. Abrüstung ist nie eine Option. Ihr habt die fortgeschrittene Ballistik entdeckt. Der hat mir Technologie geklaut, ey. Dreckkrieg erklären. So, den machst du jetzt auch mal mit hier. Da der Spanier läuft noch mit irgendwelchen Schützen aus dem 19. Jahrhundert rum, hat aber U-Boot. Ach so, geil, ne? Das ist so wirklich, das ist so lost, dass das überhaupt möglich ist. Ich bin mega intelligent.
So, mein Flugzeug mit meinem Flugzeugträger mit den zwei Atombomben ist jetzt auch angekommen. Stationiere ich jetzt einfach in Moskau, wer weiß, wann man sie mal braucht.
Laden. Wieso hast du Weltkriegsbomber noch? Was? Wer? Ich hab noch Weltkriegsbomber. Hey, die Eisenbahnverbindung ist fertig. Yippie! Ja, nach 20 Jahren haben wir es geschafft. Aber wirklich, Kanonenbootpolitik ist wirklich das Beste, was du haben kannst, ne? Stellst du dich einfach vor Stadtstadt damit, fangen die an zu weinen und werden deine besten Freunde. Ihn entdeckt. Oh, wir haben die Satellitentechnologie entdeckt. Geil. Yes. Ist irgendein Stadtstaat, den wir vorher noch nicht entdeckt hatten? Nö. Wieso kann die Russin? Ja, das Wort einfach nein. Da passiert eh nichts mehr. Huh? Mein Speer! Er hat erstmal keinen Job mehr und steht jetzt hier mitten im Meer. Ja. Komm nach Hause, R2. So. Komm nach Hause, R2. Wahrscheinlich, oder? Oh. Was ist das für ein Meer, Alter, an dem Karthago hängt? Guck dir das mal an! Alter, die haben wirklich gelitten. Hä? Und wo hat der Araber Städte gebaut? Das ist einfach nichts! Es ist einfach nichts dazwischen! Siehst du das? Zwischen seiner Hauptstadt? Ja. Und wo auf einmal so ein riesiger Blob von 5 Städten ist? Ja, ich weiß, was du meinst. Die so nah aneinander sind. Ja, weil die wahrscheinlich die KI keinen Bock auf die Wüste hat. Ich weiß es nicht. Da ist ein Fluss dazwischen. Ja. Hey, stand da nicht bis gerade eben noch die Stadt von der Ollen? Hab ich kaputt gemacht. Ja, eben. Also wann soll er da was gebaut haben? Jetzt hat er hier ja frei. Kann er ja tun und lassen, was er will.
Ich habe nur noch eine Panzereinheit. Ich bin in den Krieg gezogen mit 5. Ich habe nur noch eine. Oh, der Niederländer hat Ankara eingenommen. Naja, hier werden also noch Kriege geführt. Ja? Wahlschwindel in Budapest, Valletta und Hanoi, ich glaube. Spione machen ja, keine Ahnung, wer das. Wer, ich glaube, keine Ahnung, wer das wohl macht. Bist du das oder was? Ja. Warum? Schon die ganze Zeit. Warum eigentlich gegen mich? Hä? Warum eigentlich gegen mich? Wie gegen mich? Das ist. Ja, und passiert halt einfach. Ich mach da gar nichts eigentlich. Verstehe ich alles nicht, was hier passiert, ey. Ja, muss doch nicht. Oh, der Fallout ist auch bald weg. Ich stelle mich jetzt mit meinen Schlachtschiffen einfach vor Lazar und warte auch, bis die meine Freunde sind. Ja, ja. Nice, ich kann gleich Sonnenkraftwerk dann in meiner Wüstenstadt bauen. Haben wenigstens einen Nutzen. Ja, bisher macht die nicht viel. Ich habe nur Gebäude für sie gekauft und. Das würde sie auch machen in der Wüste, aber ich habe halt gehofft, dass. Ich habe da halt ganz gute Ressourcen wenigstens rum gesehen. In Giddingen. Und da war halt eh noch Platz. Du warst es mit dem Pentagon, ich verstehe. Ein Pentagon. Thank you.
So, sehr gut. Ich habe in fünf Runden habe ich gewonnen. Echt? Ja. Oder wir haben in fünf Runden gewonnen. Ich habe nämlich genug Macht, um mir den Diplomatie-Sieg zu holen. Ah, wegen Abgeordneten, ne? Mhm. Okay. Ja, ich bin gerade, das kann ich jetzt verraten, hab ich ganz ehrlich gesagt. Aber wir sind ja eh zusammen, deswegen ist eigentlich egal. Ich arbeite gerade auf dem Wissenschaftssieg hin. Ich habe schon gleich alle drei Teile, ich bräuchte jetzt 11 Runden, um zu gewinnen. Da hätte ich alle vier Teile. Deshalb. Dann muss ich die noch in die Hauptstadt karren, da hätte ich den Wissenschaftssieg. Ich hab mal die Vereinten Nationen umbenannt. Aber nee, da fehlen noch zwei Teile mehr, ja, scheiße, okay, hab ich. Ja, du musst halt das ganze Raumschiff zusammenbauen, ne? Ja, aber die letzten beiden Teile sehe ich in irgendeinem Forschungsweg, deswegen dachte ich, es gibt keine. Doch, ja, das eine ist bei Teilchenphysik und das andere ist bei Nanotechnologie. Ja gut, okay. Dann du musst drei RS-Booster bauen, du musst ja, genau, dann das RS-Cockpit bekommen. Die hätte ich jetzt alle schon ein paar Runden, aber ja, okay, wenn das jetzt auch noch die Forschung dauert. 16 Runden insgesamt, genau, ja, 20 Runden bräuchte ich zumindest als Sieg ungefähr. Und die musst du dann halt alle in deiner Hauptstadt, musst du das Ding halt zusammensetzen. Kabul und Polen sind jetzt verbündet. Ja, jetzt aber nutze ich mal ein bisschen mein Geld. Ich habe mir jetzt auch eine Stadt, der frei war. Ihr seid jetzt mit Florenz befreundet. Gut, du hast halt alle Stadtstaaten. Wie machst du das eigentlich? Aber nur mit dem Militär davor stehen, weil Geld dafür hast du ja scheinbar nicht gehabt die ganze Zeit. Nein, nein, pass auf, geh mal bei deiner Ideologie gibt es auf Stufe 3 das Ding, das heißt Kanonenboot-Politik oder Kanonenboot-Diplomatie. Das hab ich schon, ja, okay. Ja, ihr erhaltet 6 Einfluss bei Stadtstaatengeschwindigkeit pro Runde. Stadtstaaten, von denen ihr Tribut fordern könnt. Eure Streitkräfte sind 50% effektiver beim Einschüchtern vom Stadtstaat. Das heißt einfach nur, du musst quasi einfach nur mit einem Kriegsschiff oder mit ein paar Einheiten davor stehen und die werden gefügig und du machst halt die ganze Zeit plus 5. Ah, okay, ja, die habe ich nicht gewählt. Jetzt check ich auch warum. Ja gut, das muss man machen, wenn man dann doch, also, das ist quasi ein militärischer Weg, damit du Diplomatie-Sieg bekommst, oder was? So ungefähr. Voll der Quatsch. Naja, okay. Muss man auch wissen. Das muss man wissen. Ach, da ist noch was kaputt. Wo habe ich denn jetzt noch mal Barrenlager entdeckt? Ach so, natürlich. Ihr habt die Ökologie entdeckt.
Oh, ich habe Atomraketen. Soll ich noch eine abschießen? Nee. Auf dich? Na komm, ich schieße einfach ins Meer. Bisschen Macht demonstrieren. Ich bin der mächtigste Mann auf diesem Planeten. Da ist auch noch kein Weideland drauf gesetzt. Was hat die denn hier gemacht? Okay. Christmas ist hier. Da wollen wir es fertig machen, oder was? Machen wir fertig. Okay.
Wähl dich selbst, wähl dich selbst, wähl dich selbst, ich hab dich gewählt. Okay. Ich hab einen Diplomatie-Sieg als Achievement, hab ich schon. Ja, bei Multiplayer ging die Hälfte der Achievements eh nicht. Ja, das... Ja. Du hast sie ja im Nachhinein, hast du sie ja doch bekommen, oder nicht? Nein. Ich nicht? Ein paar, komischerweise ein paar geht. Aber die anderen habe ich jetzt im Singleplayer mir gestern Abend da noch holen müssen. So die Basic-Sachen, die Farbe, zwei Städte und so ein Quark. Finden wir jetzt raus. Es gibt aber auf jeden Fall eine Achievement, gewinne ein Multiplayer-Spiel, das hätten wir ja so oder so bekommen. Deshalb. Ja komm, mach fertig, mach überall, mach einfach fertig, mach ausruhen oder nächste Runde warten und dann haben wir durch. So, sorry. Jo, klar. Ja, yeah, ist egal. Halt. Nice. Viele Freunde eingebracht. Und können wir noch auf die Ranglisten gucken? Sicherung in den feindlichen Reihen gesät. Ihr werdet als das Staatsoberhaupt in die Geschichte eingehen, das dieser Welt den Frieden brachte. Mark Aurel 7. Nur weil dir was schwieriger scheint. Markus Aurel? Bedeutet es das nicht, dass es für andere möglich ist? Ja. Ich habe Abraham Lincoln. Ah, die drei. Okay, was? Ja, du hast genau 2000 Punkte halt geknackt, ne? Bevölkerung war ich erste, Zustimmung war ich am Ende erste, Erfüllung war ich am Ende erste. Echt, hast du so viel Bevölkerung mehr als ich? Boah, ja, du hast 30 Millionen Bevölkerung mehr als ich, holy shit. Ja, die ist gut logiert. Und überall ja, schon zweite. Also ja. Ganz gut. Wahrscheinlich hast du, weil du diese eine Stadt da hast. Gut, das Ding ist, hätte ich eher auf Forschung gestellt, wäre ich halt viel schneller durch gewesen. Du hast halt in Lodge 40 Pops. Das habe ich noch nicht geschafft. Berlin hat nur 38 bisher. Ja, Lodge ist am Ende auf Forschung gegangen und deswegen ging das auch so schnell mit dem Rest. Schaffhausen hat auch nur 35. Also meine Städte sind auf jeden Fall gut gewachsen. Die meisten sind 20 oder drüber oder nahe an der 20. Ja. Aber du hast halt eine Stadt mit 40 Pops. Das ist hart. Ja, für die erste Runde fand ich das gar nicht so schlecht. Vor allem hatte ich echt gut die Wirtschaft in Kontrolle. Ich weiß gar nicht, warum ich es geschafft habe. Wahrscheinlich wegen der ganzen Farm am Anfang halt. Ja, wahrscheinlich einfach diese Boni, die du hast. Du kriegst halt ein Gold pro Pferde, pro Vieh und sowas. Und das genau, krieg ich halt das hat sich halt bei mir gestackt. Das ist halt... Das hab ich halt einfach nicht. Also ich muss sagen, ein cooles Volk Polen auf jeden Fall. Wenn man halt nur auf Wirtschaft geht und dann kann man damit halt Teer machen, wenn man will, oder man lässt es halt bleiben. So. Ja, coole erste Runde, muss ich sagen. Aber das ist auch für dich. Ja. Erstes Siff-Spiel. Quasi. Siff-Match geschafft. Nice. Oh, yippie! Hast du auch das Achievement bekommen, dass du als Polen einen Sieg geholt hast? Nee, leider nicht. Ich hab beides nicht bekommen, voll ärgerlich. Wieder Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad hab ich nicht, oder das andere, und ich hab auch nicht als Ding-Sieg. Ich versteh's halt nicht, also ich versteh's halt wirklich nicht, was die Voraussetzung ist, um Achievements zu grabben. Viele haben geschrieben, dass es halt nur im Multiplayer geht. Also nicht im Multiplayer geht es, warum, dass die Multiplayer buggen. Also teilweise gehen sie, teilweise nicht, es kommt drauf an. Wenn sie jetzt vom Hauptspiel sind, dann gehen sie auf jeden Fall nicht im Multiplayer, da buggt das komplett. Wenn sie vom Add-on sind, könnten sie funktionieren, müssen aber auch nicht mehr poppen. Also das ist komplett... Ja, zum Beispiel Eldorado habe ich nicht mehr bekommen. Mhm. Ja, ganz komisch.
ganz, das, ganz dass mir, komisch. Dass mir 10 Wunder von meiner Nase weggeschnappt wurden, das hat ja auch komischerweise im Multiplayer funktioniert. Also ja. Naja, muss ich mir die am Singleplayer irgendwann alle holen nochmal. Geht ja nicht anders. Ja, war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, er kriegt als Polen einen Raumfahrtsieg. Das ist auch nicht so weit von weg. Ja. Stimmt, Polen can into space, ne? Ja. Okay. Ja, kurzer Stream wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, normal habe ich eine Stunde. Wir haben jetzt diese in Anführungszeichen Staffel 3 Folgen fertig. Euren 3 Streams. Ja. Das ist Content gewesen von wahrscheinlich knapp 14 Stunden. Richtig. Ungefähr. Ja. Was war die erste Session? Da hatten wir 4-5 Stunden gemacht. 4 Stunden, genau. Donnerstag, dann gestern 8 und jetzt heute nochmal 2. Also aufgerundet. 1 Stunde eigentlich. 1 Stunde 30 Minuten. Also es wird knapp. Ja. Ja. Gut. Das ist doch nice. Ja, der Deal ist, ich werde jedes Mal mit dem anderen Volk spielen. Ja, das ist auf jeden Fall smart. Auf jeden Fall da genug zu tun. Aber ich wollte das ganz gerne machen, muss ich sagen. Aber gut, das ist nicht eins, was ich ja gespielt habe. Warum spiele ich gerade privat, aber ja. Mal gucken. Ja, ne? Also, wenn du auf Achievements gehen willst, dann musst du halt solo wahrscheinlich. Genau, ja. Ja. Gut, ja, aber schon einiges gelernt. Sif macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, ja. Du merkst auch, Krieg ist wichtig tatsächlich, ne? Du darfst andere Völker nicht zu mächtig werden lassen. Das Ding ist halt, wenn du, also was ich mich halt auch gestern beim Siegfeld wieder frage, wenn du jetzt auf den Sieg hinspielst, also du sagst zum Beispiel, du willst den Wissenschaftssieg, machst du dann trotzdem halt einfach Militär, damit du halt, also musst du alles immer machen oder kann man wirklich auch mal sagen, ich gehe jetzt auf den Sieg, jetzt fokussiere ich mich komplett da drauf. Also auch bei Gebäudebau, sobald ich darauf achte, okay, ich baue jetzt nur Gebäude erstmal priorisieren, die mir Forschung bringen, weil ich am Ende den Forschungssieg will oder das ist Quatsch und du musst alles machen. Weißt du, das habe ich noch nicht ganz gerallt, bin ich ehrlich. Also das brauche ich schon halt Militär, wenn ich Wissenschaftssieg will, eigentlich schon, ne, weil die sonst zu groß wären, die anderen halt. Du musst sie halt klein halten, ja. Ne? Ja. Aber ja, bei der Katharina gesehen, die hat mir die ganze Zeit nicht beachtet und auf einmal war die schon beim Teleskop, wo wir noch 10 Forschungen zurücklagen. Also, das war krass. Und dann mussten wir schnell sein. Ich weiß gar nicht, wo die ihr ganze Wissenschaft hergenommen hat. Ehrlich gesagt, bei der so groß war der ihr Land jetzt auch nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Nur die Forschungsgebäude gebaut. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie gewisse Sachen gewählt hat, dass die durch. Das Ding ist halt, wenn du Sozialpolitiken hast und die richtig managst und die richtigen Sachen nimmst und Religion gleichzeitig dann auch gut gemacht hast. Und die hatte ja 2 Religionsdinger, die für ihre Verhältnisse sehr, sehr stark waren. Die hatte pro Tundrafeld, was sie halt hatte, hat sie eine Religion bekommen. Und pro Wüstenfeld, was sie hatte, hat sie eine Religion bekommen. Und sie hatte halt beides davon. Und das Ding ist halt, die hat halt so viel Religion bekommen, dass sie sich halt auf Gebäude damit dann kaufen konnte. Mit der Religion. Ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen so mächtig geworden ist. Da solltest du vielleicht in deinem Singleplayer-Game mal so ein bisschen in die Mechanik reingucken. Religion, ja. Ja. Das hab ich auch vorher. Ich hab das durchgelesen jetzt. Vor allem, da nehme ich erstmal nicht auf, weil da will ich auch nur lernen. Da lese ich mir auch die Sachen ein bisschen durch, damit ich was ralle. Basics habe ich verstanden, aber halt alles, was so weiter hinten kommt, muss ich mir noch mal angucken. Ja. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, dabei sein, wie immer. Und das waren jetzt erstmal die erste Runde Sif auf dem Channel hier. Können wir den nächsten dann mal noch einen zusammen starten? Ja. Also, er hat zum Beispiel gesagt, dass wir. Ich mir so ein bisschen angucken soll, ein paar Runden spielen soll, dann können wir mal eine Runde mit ihm machen, hat er gesagt. Also, ja. Schauen wir mal.
Mhm. Dann danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen auf YouTube, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Bei was auch immer. Bis dann. Ciao. Bye-bye.